Hallo und herzlich willkommen beim Music Store TV. Wir haben heute einen Gast hier bei uns im Music Store und zwar den Martell Beigang. Hallihallo, willkommen im Music Store. Ich freue mich. Martell, die meisten kennen dich wahrscheinlich als Schlagzeuger der Band Dick Brave and the Backbeats, die ja gar keine Kanadier sind, nicht wahr? Doch, auf jeden Fall. Aber dein Deutsch ist ziemlich gut dafür, muss ich sagen. Also überraschend. Gut eingelebt und kann jetzt perfekt Deutsch sprechen. Sehr schön. Aber Spaß beiseite, Martell. Du bist ja auch auf anderen musikalischen Baustellen unterwegs. Und ein großes Projekt von dir seit vielen Jahren ist ja Carmina Burana neu interpretiert. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Also mit unserer Band Neuzeit haben wir eine Trio-Bearbeitung geschaffen, was etwas ganz Besonderes ist, weil dieses Werk ist von Karl Orff geschrieben worden. Die Rechte werden verwaltet von einem Verlag und der erlaubt das nicht jedem, dass man das tun darf. Wir haben da freundlich angefragt und haben dann die Genehmigung bekommen, das live zu spielen, das Ganze. Haben uns in Proberaum gesetzt, haben versucht, dieses opulente Werk, was ja eigentlich mit 90-köpfigem Chor gesungen wird, auf unsere drei Instrumente, also Orgel, Kontrabass, Schlagzeug, herunterzubrechen, die Essenz daraus zu holen. Haben das jetzt auch ein paar Jahre live gespielt und jetzt sind wir kurz davor, eine CD zu veröffentlichen. Sinus Occhio, Carit Omni Gaudio, Tenet Noctis Infima, Sub Intimo Cordis in Custodia. Also ihr habt tatsächlich von den Erben der Orff-Familie oder von der Orff-Familie, von den Rechteinhabern, das Recht bekommen, das live zu reproduzieren, obwohl es völlig anders dargestellt ist als normalerweise. Also nicht mit klassischen Instrumenten, sondern in so einer Jazz-Kombo-Besetzung, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht nur Jazz, es ist auch Popmusik drin. Also die ganzen Kompositionen sind schon sehr poppig angelegt. Also der Orff war seiner Zeit sehr voraus. Da kommt Musik raus, die funkig ist, groovig ist, bisschen World Music ist da drin. Also eigentlich eine sehr interessante Melange kommt dabei raus. Ja, wir kennen ja alle im Prinzip irgendwelche Dance-Tracks, wo Off-Samples drin verwendet wurden. Das heißt, es ist immer gern zitiertes Musikwerk. Und dass ihr das jetzt mit der Hand selber neu interpretiert, finde ich natürlich richtig toll. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt da so ein Crowdfunding-Projekt. Sehr modern. Man macht Crowdfunding, um Geld zu sammeln und um zu sehen, will das überhaupt einer haben. Was hat es damit auf sich? Ja, genau so ist es. Wir müssen, um diese CD veröffentlichen zu dürfen, müssen wir eine Lizenzgebühr bezahlen. Und bevor wir das machen, wollten wir einfach mal gucken, gibt es da draußen Leute, die sich überhaupt jetzt für die CD interessieren, die das überhaupt wahrnehmen, was wir da machen. Und da ist schönerweise der Rücklauf sehr gut bislang. Wir freuen uns aber über jeden Unterstützer, der uns nicht jetzt Geld spendet, so ist das nicht, sondern man zahlt etwas ein und kriegt auch ein Dankeschön. Also die einfachste Möglichkeit ist es, dass man einfach die CD im Vorhinein bestellt. Ja, ich habe gesehen, auf dieser Crowdfunding-Seite gibt es ja verschiedene Variationen, je nach Höhe der Spende in Anführungszeichen. Geht es von der einfachen CD, die man per Post hinterher zugeschickt bekommt, bis zum Hausbesuch. Tatsächlich kommt ihr dann zu dem Big Spender nach Hause und interpretiert dann Carmina Burana live in seiner Wohnung. Ja, das würden wir eigentlich überall machen. Also jetzt, wenn es jetzt Australien ist, dann müssten wir nochmal über das Fahrtgeld reden, aber im Prinzip würden wir das überall gerne machen, wo eine Band reinpasst, also auch im Wohnzimmer.
Ja, hört sich fantastisch an. Wir schauen uns mal ein paar Ausschnitte aus dem Videomaterial an, das wir da haben, dass man ein bisschen Eindruck bekommt, worum es hier überhaupt geht. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut auf diese Crowdfunding-Seite. Den Link haben wir in der Videobeschreibung hinzugefügt. Da könnt ihr einfach draufklicken und seht dann, worum es geht und wie ihr dieses Projekt unterstützen könnt. Martell, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg damit und alles Gute. Dankeschön. Super. Bis. Leute, geht auf die Seite und unterstützt uns. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei MusicStore TV.